Gehst du schon schlafen? Ja. Es ist erst 7. Ich bin kaputt. Iss wenigstens mit uns. Nein, ich bin zu kaputt. Du bist nicht kaputt, du lässt dich hängen, anstatt zu reagieren. Das ist leicht gesagt. Außer Juliette und Robert hat keiner an mich gedacht. Sandra. Als ob ich nicht existieren würde. Sandra. Und Sie haben ihr Recht. Ich existiere wirklich nicht. Ich bin nichts, absolut nichts. Sandra. 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 Du existierst, Sandra. Ich liebe dich. Für sie existierst du auch. Bevor sie für die Prämie waren, haben sie gezögert. Sie haben an dich gedacht. Deshalb musst du jetzt am Wochenende mit jedem reden. Hast du verstanden? Aber Montag früh sehe ich sie doch. Das kommt aus gleich raus. Nein. Da kannst du nicht mit jedem Einzelnen reden. Ihnen sagen, dass du deinen Job behalten willst, dass du deinen Lohn brauchst. Und bei ihnen sein willst und nicht allein und arbeitslos. Dann komme ich mir vor wie eine Bettlerin. Aber nein. Du bist nicht... Ja, wir kommen! Du bist nicht schuld, wenn sie die Prämie nicht kriegen, weil du bleibst. Dein Chef hat das so entschieden und nicht du. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Sandra. Ich arbeite mit Willy bei Solwall. Könnte ich ihn vielleicht kurz sprechen? Es geht um die Arbeit. Ja, er ist im Hof. Willy? Willy? Hallo. Hallo. Ich habe deine Adresse von Robert. Ich wollte mit dir reden, weil Juliette und ich, wir waren bei Dumont. Er ist einverstanden mit einer neuen Abstimmung Montag früh. Weil Jean-Marc, der hat mit einigen geredet, um sie einzuschüchtern. Also, ich wollte dich fragen, ob du bereit wärst, dafür zu stimmen, dass ich meine Arbeit behalte. Ich habe nicht gegen dich gestimmt, ich habe für meine Prämie gestimmt. Dumont hat das eine mit dem anderen verbunden, nicht ich. Ich weiß ja, euch vor die Wahl zu stellen, ist widerlich. Aber ich will meine Arbeit nicht verlieren. Ohne meinen Lohn kommen wir nicht über die Runden. Ich kann nicht, ich brauche die Prämie. Unsere Älteste studiert, wir brauchen schon 500 Euro pro Monat, nur für sie. 600 Euro mit der Zimmermiete. Und die anderen? Was sagen die? Also Robert, Juliette und Kader werden dafür stimmen, dass ich bleibe. Die anderen, da weiß ich's nicht. Du bist der Erste, den ich treffe. Ich werde drüber nachdenken. Was soll das heißen? Wir haben alles durchgerechnet. Das können wir nicht, Willy. Ach, das geht schon. Nein, auf keinen Fall. Ich würde Ihnen gerne helfen, wirklich. Aber ich bin seit Februar arbeitslos. Ohne die Fliesen, die er aufarbeitet und auf dem Trödel verkauft, kommen wir nicht hin. Ich verstehe. Entschuldigt bitte. Nein, nein. Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Wir können es eben einfach nicht. Zufrieden, dass du die ganze Belegschaft verrückt gemacht hast? Du hast einigen gesagt, es wäre besser, ich würde entlassen, weil es sonst sie treffen würde. Das habe ich nie gesagt. Du bist herzlos. Warum willst du es nicht versuchen? Du darfst dir das nicht gefallen lassen. Du musst hingehen. Bevor sie für die Prämie waren, haben sie gezögert. Sie haben an dich gedacht. Deshalb musst du jetzt am Wochenende mit jedem Einzelnen reden. Entschuldigen Sie, dass ich Sie darum bitte, aber es ist wichtig für mich, ihn zu sprechen, weil er mir helfen kann, meine Arbeit nicht zu verlieren. Nicht arbeitslos zu werden. Die Prämie kriegen wir, weil wir dafür geschuftet haben. Das weiß ich doch. Schämst du dich nicht, herzukommen und uns zu beklauen? Halt meine Klappe, ja. Ganz bestimmt nicht. Verschwinde!
Wie viele sind es bis jetzt, die auf ihre Prämie verzichten? 4 sind es mit dir. Zu 9 Kollegen muss ich noch. Du schaffst das, da bin ich mir sicher.